Wir gehen erstmal zur Saalburg, wir zeigen euch also mal, gut, wir gehen erstmal auf den Feldberg Skifahren und dann können wir in die Sauna gehen. Ja, Timmy, hey. Sauna ist gut. Ist im Sommer auch. Ja. Hey, Herr Kraus Junior, Timmy, ihr spielt die Musik. Ich krieg's mal gut. Den! Ja, nix, nein! Hey, hier draußen ist nichts. Ja, du wieder. Füll das mal wieder alles schön rein da. Nicht drauf treten, dann schmeckt die hinterher sofort. Ah, boah. Das Gute ist, dass er das Papier auch mal mit einsammelt. Das ist einfach alle. Was, wie? Ja, ich habe keine. Ich habe nicht gefilmt. Alle zwei Stunden. Ja, 6, 10, 2. Sehr praktisch. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich noch nicht fertig, oder? Meinst du? Ja. Ha? Oh. Ich ahne schrecklich, ist gleich. Werden, ne? Vielleicht tut es sich weh. Na. Nee? Na gut. Wow. Doch, da gestern praktisch. Du bist ja schon drüben. Eier! 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 Geh mir, Hule. Da. Da. Dann hat der eine Jeans an, braucht man Hammer wieder und hier ist es wieder, würden die Nachbarn denken, es wäre dann. Das ist nämlich das Prinzip, hast du schon richtig erkannt. Was sich hier überhaupt handelt? Oh, das ist der Versuch, ein mittelalterliches Spiel wieder zu beleben. Hey, früher haben sie da die Wagenräder herumgeschleudert, aber heute sind wir nicht mehr so kräftig. Da benutzen wir Plastik. Wie meistens in unserem Leben. Hey? Also, Sie müssen sich das so vorstellen: Das ist also der Prototyp des mittelalterlichen Suppentellers da. Das war mit dem Wagenrad ist zu schwierig. Hey? Dann haben wir 1:1 nachgebildet. Das ist etwas ziseliert, Gold in der Mitte. Seht ihr? Und was werfen wir jetzt? Weil als Plastik geht es nicht kaputt. Wow! Hallo! Na, links kannst du nicht so gut werfen. Hallo! Komm auf! Heute ist der 5.7.1986 und wir befinden uns hier bei Bad Homburg. Und dieses tolle Gebäude soll ein Römerkastell sein, das scheinbar sehr gut erhalten ist. Limes Romanus Catastrophicus. Ist. Guck mal hier, pass mal auf, zum Papi mal reinsetzen. Stellt sich auf den Weg. Nicht immer heulen, andere müssen auch mitspielen. Schon? Ein, ja. Komm mal her. Da liegt's. Ja, komm, werfen. Jetzt werfe ich sie der Tante, ja? Was ist denn jetzt ganz gut? Im Namen von Arminius öffnet. Varus, Varus. Retti. Das heißt Retti. Retti. Wenn es schreit.
Brennnesseln. Nein, das sind Brennnesseln, Schatz. Nee, das ist mal die Brennnesseln. Hm? Das tust du. Dann weißt du, was Brennnesseln sind. Hm? Da tust du weh, Schatz. Muss nicht sein, ne? Nein. Wirklich nicht. Da, dann fragt den Onkel mal. Ja. Wer begehret Einlass? Ja, Julius Maximus Caesar. Du wirst dich noch wundern bei unserer Hochzeit. Wir befinden uns jetzt vor diesem besagten Römerkastell und werfen mal einen Blick in jene Landschaft, in der sich vorher die Germanen rumtrieben und Einlass begehrten in die römische Kultur, wie man an diesen archäologischen Funden hier zwischen dem Gehölz erkennen kann. Das ist natürlich falsch. Halt, 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 nicht da runter. Mal her. Komm mal her. Nein, lass uns mal da runter. Warum denn? Mami. Ich wollte mal, dass du auf die Kamera guckst. Ich frage, was du mal aus, dass du nicht da runterfällst. Ja. Ja, also komm. Ja, ja, nun. Unsere Vater da draußen. Das ist aber nichts. Wir verfolgen hier ein römisches Gesellschaftsspiel, das die Legionäre aus dem Kastell spielten, wenn sie mit den Helmen der plattgeklopften Krieger. Oh wow. Ja, und während dieses Spiels hatten sie sich ihre Hüften und Knochen derartig verrenkt, dass sie dann immer in die Thermen zurück mussten. Und die gehen wir dann später. Aus diesem Grund gibt es doch auch eine Therme in Bad Homburg. Hey, hey. Timmy! Ja. Ha, kommt da schon wieder, dann guck da. Ja, Ach, du kannst mir in den Namen jucken, wenn du nicht willst. Ich will auch nicht. Hier, halt den Mund. Was ist das? Digitalis, auf Römisch. Wo ist dein Fingerhut? Und das dort hinten ist eine Sammlung der seltenen Digitalis vulgaris mitteleuropäensis. Ansonsten war. Timmy, hallo. Hm? Ja, ja, Mami. Mami, auch ein Mädchen. Ach, von der Germanen, die versuchen hier diesen Limes hier zu überschreiten. Pardon? Non comprendo. Germanus est. Multum complicatum est. Ja, aber es ist sinnlos, hier diesen Limes hier zu überschreiten. Auf der anderen Seite non sind die Römer. Non comprehendo, non comprehendo. Natura bella est carpe diem. Non penso